Herzlich willkommen zurück zu Icewind Dale. Oryk will tatsächlich meine Waffen und Rüstung und meine Magierrobe und meine Ionenstein nicht identifizieren. Das heißt, da werde ich mir wohl jemand anderen versuchen müssen, der mein Geld gerne nehmen will. Ja, muss wohl so sein. Schauen wir mal bei den Baden hier unten rein. Letztes Mal sind wir aus der Hand hierher zurückgekehrt. Wir haben hier allerdings niemanden mehr, dem wir irgendwie die Hauptquest abgeben könnten. Also wir müssen die jetzt eigenverantwortlich verfolgen, denn der gute Arundel ist ja leider tot. Was wir schauen könnten, wäre, ob wir in seinem Zimmer schlafen können. Ja? Weil man kann ja immer noch mal ein bisschen Gold sparen. Da bin ich ja voll dafür. Ich bin ja geizig, wie die Nacht lang ist. Oh ja. Im Winter. Ja, im Winter. Und dann begeben wir uns nach Dorntief. Ich denke, ich werde nichts Neues kaufen, denn ich habe schon erfahren, dass am Ende, also dass nach Dorntief hier neue Gegenstände reinkommen. Oder dass, sobald ich Dorntief betrete, hier neue Gegenstände freigeschaltet werden. Okay, hier kann ich nicht rasten. Nee, wie ist es weiter oben? Darf ich hier schlafen? Nein, hier darf ich auch nicht schlafen. Okay, dann gehen wir halt zu unserem Innkeeper. Ja, oder wir gehen zuerst nochmal zur Schmiede. Irgendjemand wird dir doch mein Zeug identifizieren, richtig? Richtig? Habe ich Hass noch? Ja, ich habe Hass nie benutzt. Oh mein Gott, ich bin so geizig. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich habe in der Hand Hass nur ganz selten benutzt. Aber egal. Aber egal. Ich habe auch noch die Buffs von der vierten Ebene, also von dem Turm. Okay, irgendjemand fehlt. Fehlt hier jemand? Hier fehlt jemand, oder? Ja, da kommt er. Okay. Dein Befehl. Weiter. Guter Mann, ich würde gerne Identifizierungsdienste in Anspruch nehmen. Weil das Gold haben wir, dann muss ich nicht schlafen dafür. So, das haben wir identifiziert. Hat noch irgendjemand irgendetwas? Die Pfeile nicht, nein. Ganz so viel Gold haben wir dann auch nicht. Nein? Nein, okay. Dann schauen wir uns die Sachen an. Das ist ein durchsichtiger Ionenstein, der uns 5% Magiewiderstand bringt. Okay. Er wurde einst sogar von einer Gnomenfrau als Glasauge benutzt? Ich bin fertig mit dem Text. Nein, nein, nein. Schauen wir uns die Robe der Hand an. Okay. Rüstungsklasse 9. Geschicklichkeit minus 2, das sind ziemlich große Negativpunkte. Allerdings kriege ich Widerstände gegen Elementarschaden. Das könnte für Mev interessant sein. In ganz besonderen Situationen. Sie hat ja 50% Feuerwiderstand, da könnte ich sie immun-isch machen gegen Feuer. Aber im Prinzip brauchen wir die Robe nicht wirklich, ne. Die können wir auch genauso gut verkaufen. Dann haben wir hier Morohanotsurugui, wie auch immer, plus 3, was ein total kranker Name ist. Moro. Fügt dem Träger bei jedem Treffer 1W8 Schadenspunkte zu. Es ist eine verfluchte plus 3 Waffe. Oh nein, diese Waffe gehörte ursprünglich einem Feudalherrn aus Karatur. Yodama Akira, der eines der Dörfer, die unter seinem Schutz standen, anlässlich einer empfundenen Kränkung seitens der Bauern in Schutt und Asche legte. Also eine richtigen Drecksau. Auch wenn er als Feudalherr das Recht zu dieser Tat hatte, beschämte sie seinen Daimyo sehr, wahrscheinlich seinen obersten Samurai, würde ich mal sagen, und dieser gab daraufhin das Schwert in Auftrag, das zweischneidige Schwert. Das Schwert wurde an Yodama übergeben, um ihm eine einfache Lehre zu erteilen, dass es stets Folgen haben sollte, anderen Schaden hinzuzufügen. Oder zuzufügen wahrscheinlich nur. Tja, ich gehe mal davon aus, dass der Kerl sich gerecht hat an diesem Yodama. Das hier ist die Scharfschützenarmbrust. Oh, ich glaube, die ist bekannt aus Baldur's Gate schon. Da müsste es die 1:1 so auch geben. Die Armbrust war eine der Lieblingswaffen des Königs Shastir Langleb, toller Name, und kam vor allem bei Belagerungen zum Einsatz. Langlebe der König Langleb.
Dieser Typ von Armbrust war speziell darauf ausgelegt, die Verteidigung des Gegners, der sich im Schutz der Zinnen der Festungsmauern sicher fühlte, systematisch auszuschalten. Es sind nur noch wenige dieser Waffen erhalten, was vor allem daran liegt, dass die Truppen des Königs irgendwann durch eine Allianz unterjochter Länder vernichtet wurden. Okay, das ist eine heftige Armbrust, die trifft super gut, aber ich brauch sowas nicht. Ja. Armbrüste sind nicht mein Ding, leider. Der Kriegshammer ist nicht gut genug, ja. Ich denke, wir verkaufen heute eine Menge Zeug. Ja. Fangen wir an? Ja, gewiss. Ich würde gern ein paar Sachen verkaufen. Fangen wir an mit der Armbrust, gehen weiter über das verfluchte Schwert. Die Streitaxt, den Ionenstein und die Robe der Hand. Ja, der Ionenstein. Ah, wobei, da können wir ja... Ah, okay, warte. Was hast du? Du hast den Lorbeerkranz. Ja, der ist sexy, der ist geil. Du hast plus 1 Geschick. Du hast die Diebeskapuze. Du hast nur einen normalen Helm, okay. Ich gehe mal davon aus, dass der Schutz vor kritischem Treffer erhalten bleibt. Ja, aber dafür siehst du jetzt sexy aus. Ja, man sieht deine Haare. Sehr schön. Es soll geschehen. Haben wir doch gut untergebracht. Also von vorne. Scharfschützenarmbrust, Streitaxt plus 2. Die Robe der Hand für 5000 Goldmünzen. Das ist meine Hausnummer. Dann verkaufen wir nichts von dir. Bei dir verkaufen wir alles Mögliche. Ja, den Helm behalten wir mal. Vielleicht ist es ja doch so, dass es nicht vor kritischen Treffern schützt. Kann ja sein. So, dann schauen wir den nimmervollen Beutel. Vielleicht ist da ja noch irgendwas drin. Oh ja, Langschwert, Kurzschwert, Langbogen. Kann weg. Brauchen wir nicht mehr. So viel zu verkaufen haben wir gar nicht. Ja. Ich meine, ich könnte mich von dem flammenden Öl trennen. Ich könnte nochmal Tränke verkaufen gehen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Pfeile. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Da kaufen wir einfach mal einen Arsch voll. Ja, das ist der technische Begriff dafür. Und dann kaufst du auch nochmal ein paar, weil du hast... Hast du nur noch 4? Ja, du hast Platz im Inventar, wollte ich sagen, und dann kann er nur 4 kaufen. Das ist arg komisch, ja. Vielleicht kaufe ich mir auch einen Munitionsgürtel, wenn ich einen finde. Wo haben wir den? Und pack den mit Pfeilen voll bis zum Rand. Mal sehen, ob es den hier gibt. Ja, hier gibt es einen Munitionsgürtel. Den heben wir mal auf. Ansonsten will ich mir, glaube ich, wieder keine Sachen kaufen. Ich kaufe jetzt nur noch Schleuderkugeln. Und zwar auch, okay, nur 4. Und dann nochmal ein paar mehr. Keine Ahnung, was hier los ist. Keine Ahnung, warum ich da nur 4 kaufen kann manchmal. Okay, ich glaube, jetzt ist dein Inventar voll. Ja, dein Inventar ist voll. Dann schauen wir uns das doch nochmal im Einzelnen an. Also du hast genug Schleuderkugeln im Prinzip. Du hast genug... ich denke, Schleuderkugeln hätten wir gar nicht so sehr gebraucht. Wenn ich mir das so anschaue, habe ich da vielleicht ein bisschen zu tief gerade in die Tasche gegriffen. Meine Magierinnen sind dann doch mehr beschäftigt, andere Sachen zu machen, als Schleuderkugeln zu werfen. Aber jetzt haben wir es getan. Jetzt ist der Schaden angerichtet. Jetzt müssen wir wohl damit leben. Okay, packen wir erstmal. Ja, du brauchst dringend Pfeile. Ein paar von den Pfeilen hier rein. Rest geben wir dir, wenn das irgendwie geht. Ah, ich gehe davon aus, dass diese Edelsteinbeutel auch nimmer voll sind. Ja? Genauso wie der Munitionsbeutel. Es kommt mir zumindest so vor. Okay. Das geht. Dann nimmst du die. Dann haben wir das aufgeräumt. Sehr schön.
Und dann packen wir vielleicht jetzt die richtig guten Pfeile in den Munitionsbeutel, damit sie weg sind. Und nicht mehr hier rumliegen. So, die Pfeile der Hand. Einmal bitte identifizieren. Ja, es sind Pfeile plus 2. Und dann denke ich, bin ich auch schon wieder im Groben und Ganzen bereit, mich dem nächsten Dungeon zu stellen. Ja, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, warum nicht. Ich habe auch noch Zauber, richtig. Einverstanden. Lass uns mal gehen. Ja, gehen wir hier runter. Dann fangen wir das direkt an. Reisen wir nach Dorntief. Ich brauche hier nicht mehr rasten. Wir haben noch eine Handvoll Zauber. Wir haben noch Lebenspunkte. Das müsste eigentlich gehen, ja. Ich bin da guter Dinge. Vor allem, da wir sowieso nach der Reise müde sein werden, machen wir vielleicht ein bisschen was noch und dann schlafen wir direkt. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Schauen wir uns erstmal an, wo dieses Dorntief sich genau aufhält. Okay, es wäre so auf dem Heimweg gewesen von der abgetrennten Hand. Schön, reisen wir nach Dorntief. Die Weissagung des Herzsteins hatte endlich die Quelle des Bösen in den Bergen enthüllt. Vor ihnen lag nun drohend der einsame Berggipfel, in dem sich die Zwergenfestung von Dorntief befand. Larrels Warnung von Zwergenverrat und Hinterlist bedenkend, hielten die Helden ihre Waffen griffbereit und gingen zum Eingang der Höhle. Und was immer sie dahinter erwartete. Tja, Larrels Warnung von Zwergenverrat und Hinterlist. Ich zweifle ja schon ein bisschen daran. Wir haben ja das Tagebuch der Tochter von Larrel gefunden. Die hat auch daran gezweifelt, dass die Zwerge böse waren und ist dann zu ihnen gereist, aber nie zurückgekehrt. Aber das kann ja Gründe haben. Und ich hoffe, wir werden da was herausfinden. Oh Gott. Sind wir lange gereist. Vorwärts. Na, dann bewegt euch mal. Damit euch warm wird. Und hier hören wir wieder gute Musik. Oh, ein Neo-Orok. Stehen geblieben. Seid gegrüßt. Klar, bin freundlich. Ihr habt unbefugt Orok-Gebiet betreten. Das war nicht meine Absicht. Das ist egal, ihr sterbt jetzt. Das wäre fürchterlich schlimm gewesen, wenn er das jetzt nicht gesagt hätte. Wenn er jetzt gesagt hätte, ihr müsst gehen, dann würde ich hier stehen, wie ein Depp, nicht? Weil mein Paladin kann ja nicht einfach sagen, hey, ich greife dich an. Das wäre ja nicht unbedingt paladinhaft. Aber okay, wenn du das so willst, dann wird es so geschehen. Auf sie mit Gebrüll. Ja. Ich lass mal meine Fernkämpfer machen. Dafür seid ihr schließlich hier. Die armen Oroks, die armen Oroks. Nochmal was schauen. Ja, passt. Hab gedacht, die geben vielleicht ein bisschen zu wenig XP, deswegen habe ich mal geguckt, ob das so seine Richtigkeit hat. Ich versuch's kurz zu machen. Okay, du bist ein. Also das sagt Orok Rächer, wenn ich hier drauf gehe. Allerdings sagt es hier nur Neo Orok. Okay, ich wollte schon sagen, es ist ein anderer als die anderen beiden. Aber nein, es ist anscheinend genau die gleiche Lusche wie die anderen beiden. So. Schön, dass wir durch Fernkampf so viel reißen können. Da wird Sigor einsteigen. Oh. Und noch einer. Schießt ihn über den Haufen. Du auch, Braket. Und weiter geht's. Ja, jetzt kommen zum ersten Mal ein paar gleichzeitig. Aber die haben normale Waffen dabei. Die haben eigentlich keine Chance. Oh, hallo. Kommt mit. Ich führe euch in euren Tod. Das meinte Larrel wohl mit der Hinterlist der Zwerge. Das hat sich unangenehm angehört. Was haben wir denn hier? Kann ich mir irgendwie... Nee. Ich dachte, ich hätte da vielleicht ein Fragezeichen gesehen, aber nein. Da war nichts zum Anschauen. Gut, dann wissen wir, das ist Neo-Orok-Gebiet und die mögen uns nicht. Was sind eigentlich Oroks nochmal? Sind das eine Kreuzung aus Oger und Orks? War das so? Vorwärts! Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Aber ich glaube, die waren irgendwie so... Oh nein! Ein Mykonyt! Nein.
Kein Interesse mit euch zu spielen. Ich hasse euch schon in Baldur's Gate 2. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht machen die hier auch Verwirrung. Das wäre fürchterlich. Ja? Das wäre wirklich fürchterlich. Oh ja, die machen auf jeden Fall irgendetwas. Versprüht Sporen. Ich will deine Sporen nicht. Wenn ich deine Sporen will, dann lade ich dich zum Essen ein. Ja, so halte ich das meistens. Das merkst du dann schon, wenn ich deine Sporen will. Sieh dich vor! Das wurde unangenehm. Und zwar schnell, nicht? Okay. Machen wir weiter. Nimm du mal die Nahkampfwaffe in die Hand. Das ist besser für alle Beteiligten. Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich denke, wir gehen hier oben zuerst lang. Oh, warte mal. Irgendjemand versprüht wieder seine Sporen. Ah ja, du. Okay, komm her. Mein Zwerg ist dafür wahrscheinlich ganz besonders gut. Also für das Sporen abfangen. Scheiße. Oh mein Gott. Arme Sieger. Armer Sieger. Okay, da unten stehen sie. Dann wirf doch mal. Ja. Sandal. Okay, okay. Die KI überrascht mich gerade. Kommen die mich jetzt holen? Ja, die kommen mich holen. Cool. Nicht, dass es was bringt, aber... Oh, es geht weiter. Aber Respekt, Respekt. Ihr seid schlauer als so manch anderer Gegner. Ja, ich wollte eigentlich, glaube ich, da rein. Mal sehen, ob ich hier oben drüber gehe und ob das was bringt. Schießt! Ja, mit Vergnügen. Ja, da dürfen alle mitmachen. Sofort. Okay, bist du tot? Nein. Aber das heißt, der kommt. Der kommt schon. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Okay, hier oben ist noch eine Höhle. Speichern darf ich nicht. Dann werde ich tatsächlich ein bisschen warten, bis der kommt. Ja. Oh, da ist noch einer. Ja. Ich nehme mich der Sache. Aha! Und nochmal. Ich nehme mich der Sache an. Alle zusammen. Und alle zusammen. In dem Fall heißt das Sandal. Sandal, Sandal, vorwärts. Sandal. Gut, gehen wir hier oben rein. Dann arbeiten wir uns hier von Norden nach Süden. Durch das Gebiet, oh mein Gott, es geht los. So, warte mal. Du hast eine Fernkampfwaffe, ihr habt alle Fernkampfwaffen. Ist irgendeiner von euch besonders gefährlich? Nein. Dann fangt mal alle an. Mögen die Götter mich schützen. Und dann knallen wir vielleicht eine Schädelfalle da oben rein. Ihr werdet auf eure Nahkampfwaffen wechseln. Sag, was du von euch mir jeweils nimmst. Einen Loser raussuchen. Ja. Dann werde ich euch aufteilen. Du auf den. Gib den Befehl. Du hilfst hier vorne und du schießt deinen eigenen da hinten ab. Ja, wir bringen euch alle gleichzeitig um. Hoffe ich. Wie gefällt dir das? Okay. Das lief doch ganz gut. Gewiss. Ah, noch mehr von euch. Na, dann machen wir doch weiter. Okay, ihr seid ein paar mehr. Oder nicht mehr, aber ihr seid halt auch nervig. Stellen. Nein, 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 die Verteidigungshaltung lassen wir nochmal. Legen wir erstmal ein paar Leute schlafen. Die gehen nirgendwo hin. Das tat weh. Was möchtest du? Sag, was du zu sagen hast, und dann verschwinde. Okay, das gefällt mir hier. Ja, das gefällt mir hier. Nach all diesen Schattenwesen, die ganz unspektakulär immer gestorben sind, da finde ich diesen platzenden Soundeffekt hier einfach unglaublich befriedigend. Ja, auch wenn da jetzt nichts von Wert drin war, bin ich doch zufrieden. Ah, was ist denn das hier? Aus diesem Gebäude entweicht eine große Hitze. Wir könnten Level-Ups machen. Weiter! Allerdings bin ich neugierig. Ja, schauen wir uns dieses Gebäude... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Sicher.
bringt ihn zu Fall. Ja, das geht. Der hat nichts drauf. Okay. Ja, stimmt tatsächlich. Gewiss. Na komm. Geh da rein. Hi, guter Mann. Bandorf. Vorwärts. Wer bist du? Was machst du hier? Warum lassen die Monster dich in Ruhe? In der Reihenfolge. Wie? Besuch? Dann macht es kurz und seht zu, dass er weiterkommt. Ich glaube, man kann sich mit dem Kerl anlegen, wenn man unhöflich genug ist. Aber das will ich nicht. Wer bist du? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, mein Name ist Bandorf. Ich studiere Magie und bin sehr eigen, wenn es um meine Arbeit geht und um meine Ruhe. Also wenn es sonst nichts gibt, ersuche ich euch, mich in Ruhe arbeiten zu lassen. Höflich genug, ja? Ich würde trotzdem gerne ein paar Fragen stellen. Fasst euch kurz. Okay. Ja, wunderbar. Ich habe mit einem uralten elfischen Leichnam, das sollte dich interessieren, als Magier, gesprochen, dessen Tochter hier verschwand. Was weißt du darüber? Ich erinnere mich, von einer Elfin gelesen zu haben, die kam, um den Zwergen in ihrer Zeit der Not beizustehen. Aber die Einzelheiten entschwinden mir im Augenblick im selben Maße wie meine Geduld. Oh oh. Ja, das darf man, glaube ich, nicht sagen hier. Mir gefällt euer Tonfall nicht, alter Mann. Tauschgeschäfte? Das macht ihn vielleicht... erzähl mir was über die Gegend. Ihr seid wirklich entschlossen, mich zu stören, was? Na gut, im Moment befindet ihr euch unbefugterweise in meinem Heim, einem Wachturm, den die Zwerge errichtet haben, die früher in diesem Komplex lebten. Sie nannten ihn Dorntief. Erzähl weiter. Die Gegend wurde vor vielen, vielen Jahren von Orks und anderen Kreaturen erobert und jetzt haben sich diese dreckigen Biester in einigen der oberen Räume des Komplexes eingenistet. Zum Glück ist es ihnen nicht gelungen, sich noch weiter nach unten vorzugraben. Sonst müsste ich womöglich mit einigem Ungeziefer mehr fertig werden als ab und zu den Mykoniden. Ach ja, richtig. Der Wachturm ist in die Erde gebaut. Das heißt, die oberen Stockwerke sind näher an der Oberfläche. Ja, und okay. Und wir sind jetzt wohl ziemlich tief unten? Richtig? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was ist da unten? Laut einigen Schriften, die ich in der Umgebung gefunden habe, haben dort früher die Zwerge ihre Toten begraben. Also kann da unten so ziemlich alles rumlaufen. Wie komme ich da runter? Da ihr sowieso schon meine Gastfreundschaft strapaziert, müsst ihr mir für diese Antwort einen Dienst erweisen. Okay. Ich habe einen Lehrling ausgesandt, Klingenrebenextrakt zu suchen, und er ist seit Tagen nicht zurückgekehrt. Ich fürchte, er könnte mit einigen der weniger reputierlichen Bewohner dieser Höhlen aneinander geraten sein. Wofür ist dieser Klingenrebenextrakt gut? Für deinen Schnaps, oder was? Zunächst einmal wächst er nicht in der materiellen Ebene und ist daher sehr schwer zu bekommen. Er hat unzählige magische Eigenschaften. Wieso erzähle ich euch das überhaupt? Hey, ich habe auch Magier in der Gruppe, ja. Die dürften sowas wissen. Wahrscheinlich ist das sowas, so eine Art Kraut, was dich high macht, ja? Ich weiß doch, wie du tickst. Wieso erzähle ich euch das überhaupt? Wenn ihr meinen Lehrling findet und hierher zurückbringt, werde ich euch die Informationen geben, die ihr braucht, um euren Weg fortzusetzen. Das klingt fair. Also dann, fort mit euch und stört mich nicht mehr, bis ihr ihn gefunden habt. Ich meine, hey, wir sind fremd hier, der ist bereit, uns zu helfen und der will was absolut Vernünftiges als Gegenleistung. Da komme ich mit klar. Machen wir noch die Level-Ups? Ja, Sigur, du auch. Tut mir ja leid, aber ich muss dich wieder belästigen. Du bist jetzt Stufe 10. Oh, dann kriegst du gar keine vielen Lebenspunkte mehr. Ja, nur noch 3. Ab jetzt geht die Trauer los. Ja. Auf der 12 bekommt er nochmal einen Waffenpunkt, den wir verteilen können. Wahrscheinlich hier rein, ja. Aber dann kriegen Kämpfer kaum noch was Neues. Ja, die Rettungswürfe werden nochmal besser, der ETW 0 sinkt immer nochmal ein bisschen. Aber da sind Nichtkämpfer schon besser. Die bekommen noch was nach Stufe 9. Was richtig, richtig toll ist, nämlich neue Zaubersprüche. So, du steigst in Kämpfer auf. Du kriegst einen Waffenpunkt. Okay, dann sag mir mal,
was du bis jetzt kannst. Du kannst Langschwert, Langbogen und Kurzbogen. Also jetzt muss ich mich entscheiden, was ich als drittes nehme. Oder als viertes, ja. Mathe ist nicht meine Stärke anscheinend. Was für eine Waffe. Was haben wir denn? Also ich habe eine Menge Waffen verkauft, eine Menge Langschwerter. Ne? Ich könnte ihm Zweihänder auch noch zusätzlich beibringen. Weil er ja sowieso schon einen Bogen trägt, ja? Dann komme ich sowieso nie in Versuchung, ein Schild dazu zu nehmen, weil das könnte ich ja theoretisch machen. Ich könnte ja hier, wenn er in den Nahkampf soll, könnte ich mir den Bogen ausziehen und ihm ein Schild geben. Das könnte ich. Ich könnte Einhandstil lernen. Das werden wir tun, ja? Das ist die logische Variante. Also los geht's. Genau, einen Waffenpunkt und dann lernen wir den Einhandstil. Den benutze ich normalerweise nicht, weil ich normalerweise keinen Charakter habe, der nur eine Waffe trägt. Entweder tragen meine Leute einen Zweihänder oder Waffe und Schild. Aber da der einen Bogen hat und ich zu faul bin, das ständig zu wechseln, zwischen Bogen und Waffe und Schild, nehmen wir das hier. Okay, mit einem Fertigkeitspunkt erhält der Charakter minus 1 auf die Rüstungsklasse. Und verursacht bei einem Trefferwurf von 19 oder 20 einen kritischen Treffer. Das ist schon mal gut. Mit einem weiteren Punkt sinkt der RK-Bonus oder steigt der RK-Bonus auf minus 2. Ja, das ist cool. Da ist der erste Punkt nützlicher als der zweite. Das ist auch irgendwie interessant. Das gab einen Rüstungsklasse-Bonus und er trifft. Er macht doppelt so viel kritische Treffer. Das ist geil. Ja, vor allem, wenn ich hinterhältige Angriffe mache, dann will ich ja kritische Treffer haben. Gut, dann suchen wir nächstes Mal den Lehrling dieses freundlichen Mannes. Bis dann.